Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jennifer Petri und ich arbeite im integrativen Kindergarten der Lebenshilfe. Wir wollen heute Weihnachtshäuschen basteln. Ihr braucht dazu einfach Milchtüten, egal welche Form oder Marke, dann Fingerfarbe, ein Pinsel, ein Messer oder ein Cuttermesser geht auch, ein Edding und ein weißer Edding, ganz wichtig. Zuerst schraubt ihr den Deckel ab von der Milchtüte und spült die Milchtüte, sonst könnte es ein bisschen riechen. Lasst sie dann gut trocknen und zuerst schneiden wir den Boden ab der Milchtüte, ungefähr 3 bis 4 cm. Danach malt ihr die Fenster einfach auf, dann ist es am einfachsten zum Ausschneiden. Hier noch ein paar Ich habe auch schon eins vorbereitet und jetzt werden die Fenster einfach ausgeschnitten. So, und wenn ihr alle ausgeschnitten habt, sieht das Ganze so aus. Dann braucht ihr Fingerfarbe. Oder auch Sprühlack geht auch. Und dann wird das Häuschen angemalt. So, dann wird die Farbe trocknen gelassen. So sieht das dann aus. Und dann könnt ihr beliebige Muster draufmalen. Und danach sieht es so aus und dann könnt ihr ein Teelicht reinstellen. Und dann leuchten die Weihnachtshäuschen schön. Entweder auf der Fensterbank dekorieren, oder hier auf einer Holzplatte. Und fertig sind die Weihnachtshäuschen. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.